Speed Learning, die Erfolgstechniken von Beruf, Schule und mehr. Mein Name ist Sven Frank und heute möchte ich dir von einer ganz besonderen Kur erzählen, nämlich von einer Schlafkur. Wenn du das Gefühl hast, dass du nicht die Leistungsfähigkeit bringst, die du bringen solltest, dann denke einmal über eine Schlafkur nach. Diese Schlafkur gibt es nun in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Die eine ist die, die sich für gewöhnlich depressive Menschen aussuchen, nämlich man legt sich ins Bett und steht so lange nicht mehr auf, bis das Problem gelöst ist. Diese Form der Schlafkur führt dazu, dass der Körper viel Schlaf bekommt. Allerdings ist es auch gleichzeitig eine unnatürliche Form des Schlafens. Denn dieses 8 Stunden am Stück oder 6 Stunden am Stück in der Nacht durchschlafen ist ein Phänomen, das während der industriellen Revolution, also als die ganzen Fabriken und Fließbandunternehmen aus dem Boden gestampft wurden, von den Industriellen mit Hilfe der Ärzte in die Köpfe der Bevölkerung zementiert wurde. Man wollte, dass der Arbeiter, der in die Fabrik kommt, 12 bis 14 Stunden leistungsfähig arbeiten kann, also soll er gefälligst in der Nacht schlafen. Also wurden die Ärzte aufgefordert, den Menschen Möglichkeiten zu schaffen, die es ihnen erleichtern, in der Nacht zu schlafen und am Tag zu arbeiten. Alles für die Firma, also nachts schlafen und tagsüber arbeiten. Je länger, je besser. Wenn man sich allerdings in der Natur umschaut und auch in anderen Kulturen, stellt man fest, dass so dieses Schlafen am Stück etwas ist, das überhaupt nicht der Natur entspricht. Sondern man schläft eher so 3-4 Stunden, dann wird man wach und nach einiger Zeit schläft man wieder 3-4 Stunden. Oder zwischendurch auch nur mal 1,5 Stunden. Man braucht mindestens 30, 90 Minuten oder dann 3 Stunden beziehungsweise 4,5 Stunden oder 6 Stunden, damit das Gehirn mindestens in einer Tiefschlafphase war beziehungsweise das Gehirn sich erholen kann. Ein Powernap von 30 Minuten ist schon sehr erholsam. 1,5 Stunden ist die Schlafdauer, die du mindestens brauchst, um eine Tiefschlafphase gehabt zu haben. Und wenn du weißt, dass du am nächsten Morgen fit und erholt aufstehen musst, dann stell dir deinen Wecker so, dass du, wie gesagt, entweder nach 1,5 Stunden oder nach 3 Stunden, nach 4,5 Stunden oder nach 6 Stunden geweckt wirst. Aber was ist nun die Schlafkur, von der ich dir erzählen möchte? Im Jahr 2012 wurde ich von einem Extremsportler gefragt, ob ich ihn mental für das Race Across America vorbereiten könnte. Ihn und die Crew und ob ich mit ihm als Mentaltrainer und Teamchef dort teilnehmen möchte. Das Race Across America ist das härteste Radrennen der Welt und manche Leute sagen auch das härteste Ausdauerrennen der Welt. Es geht darum, dass man 4800 Kilometer auf einem Fahrrad von der Westküste der USA, von Oceanside in Kalifornien, mit dem Fahrrad nach Annapolis in Maryland fährt. Dafür hat man 12 Tage Zeit. 4800 Kilometer auf dem Fahrrad in 12 Tagen bedeutet, dass man 20 Stunden auf dem Fahrrad sitzt und 4 Stunden Zeit für Erholung hat. Und in diesen 4 Stunden muss man nicht nur mal eben versuchen zu schlafen, sondern eben auch mal die Geschäfte erledigen, die man auf dem Fahrrad während der Fahrt nicht erledigen kann, gegebenenfalls physiotherapeutisch behandelt werden und auch mal Kleidung wechseln, vielleicht mal duschen, ganz kurz zumindest, oder sich absaugen lassen. Auf jeden Fall, diese 4 Stunden sind nicht ausschließlich zum Schlafen gedacht. Das Gleiche ist natürlich bei der Crew. Es gibt ein Team, das hinten dran im Begleitfahrzeug fährt, das permanent beim Fahrer ist. Und es gibt eine Crew, ein Team, das im Wohnmobil fährt.
Und das Wohnmobil begleitet auch, muss allerdings gucken, dass die Leute, die im Wohnmobil sind, die Möglichkeit haben zu schlafen, gleichzeitig Einkäufe zu erledigen, gleichzeitig Frischwasser und frische Wäsche und sowas besorgt, gleichzeitig natürlich auch bestimmte Routen nicht fahren kann, die das Begleitfahrzeug und der Radfahrer eben fahren können. Das heißt, summa summarum kommt jeder, sowohl der Athlet, der natürlich noch ein bisschen mehr körperlichen Einsatz zeigen muss, weil er die ganze Zeit auf dem Fahrrad fährt, aber auch die Crewmitglieder maximal 4 Stunden Pause in 24 Stunden, das über einen Zeitraum von 12 Tagen. Also, was haben wir gemacht? Wir haben mit Hilfe von EEG-Messungen an der Uniklinik in Heidelberg und mit Hilfe von zahlreichen Selbstversuchen das polyphasische Schlafen erprobt. Polyphasisches Schlafen ist eine Technik, bei der du alle 4 Stunden 20 Minuten Pause machst. Das heißt, alle 4 Stunden schläfst du für 20 Minuten und das konsequent nach der Uhr. Jetzt könnte der Athlet natürlich nicht mal eben alle 4 Stunden eine Pause von 20 Minuten machen. Er hätte aber dadurch in 24 Stunden nur 2 Stunden Schlaf gehabt. Wir haben das ein bisschen anders gemacht. Im Vorfeld aber, um die Crew vorzubereiten, genau diese Technik ausprobiert. Und zwar, indem ich damals an der ICHP-Akademie in Leverkusen bei Andreas 100 Stunden lang Workshops angeboten habe. Insgesamt 24, glaube ich, waren es. 24 verschiedene Workshops, a 4 Stunden. 4 Stunden unterrichtet und dann 1 Stunde Pause. In dieser Pause habe ich mich 20 Minuten hingelegt und ansonsten eben Dinge getan, die man sonst eben so in Pausen tut. Und es waren tatsächlich 6 Teilnehmer, die mit mir gemeinsam die kompletten 100 Stunden durchgehalten haben. Und was danach sehr beeindruckend war, dass ich mit deutlich weniger Schlaf ausgekommen bin. Was bedeutet das? Wenn der Körper regelmäßig in eine Erholungsphase gebracht wird, dann ist es möglich, ihn länger leistungsfähig zu halten. Und dieses polyphasische Schlafen ist etwas, das man sich zunutze machen kann über einen bestimmten Zeitraum, um zum Beispiel extreme Business-Marathons besser auszuhalten, indem man das Jetlag vermeiden kann bei Interkontinentalflügen, mit dem man sportliche Höchstleistungen optimieren kann, Ultraläufe zum Beispiel, mit dem man als Vertriebsaußendienstmitarbeiter lange, stundenlange Autofahrten fit überstehen kann und so weiter und so fort. Mein Vater hat mir zum Beispiel erzählt, wenn er früher Verhandlungen geführt hat und er wusste, dass der Mitarbeiter von weiter weg kommt, dann lässt er ihn morgens um 9 oder um 9:30 ankommen. Denn er wusste, der Mitarbeiter, der Gesprächspartner wird dann nicht schon am Vortag anreisen und übernachten, sondern er wird relativ früh aufstehen und dann eine längere Fahrtstrecke von vielleicht 3 Stunden einlegen. Dann hatte mein Vater einen Schreibtisch, der das Fenster im Rücken hatte, hat, wenn er wusste, dass sein Gesprächspartner Raucher ist, in diesem Raum eine Zigarette geraucht, hat dann alles weggeräumt, was mit dem Rauchen zu tun hatte und hat sich so in eine Position des Stärkeren gebracht, weil er wusste, sein Gesprächspartner kommt von, sagen wir mal, 300 Kilometern Entfernung, fährt 3 Stunden mit dem Auto, morgens um 9 treffen sie sich, das heißt, er ist um 5 aufgestanden, um 6 losgefahren, um 9 ist er da, ist natürlich nicht so fit und erholt wie mein Vater, der vielleicht bis 7 Uhr geschlafen hat und dann auch schon die Möglichkeit hatte, im Büro ein bisschen Yoga zu machen. Und solche Techniken werden natürlich im Business verwendet und du möchtest fit sein, wenn du in eine Verhandlung reingehst. Denn es ist ja nicht das Ergebnis nur zu erscheinen, sondern das Ergebnis ist ja, jederzeit high performen zu können. Das heißt, high performance, jederzeit abrufbar zu halten, kann unterstützt werden durch diese spezielle Schlafkur des polyphasischen Schlafens.
ist natürlich kein Dauerzustand, weil du natürlich auch mal diese anderthalb Stunden Sequenzen brauchst. Nur das polyphasische Schlafen hilft dir in Situationen, in denen es drauf ankommt. Wir haben das damals zum Beispiel auch mit dem österreichischen Militär probiert, um zu sehen, wie man den Schlaf der Soldaten an der Front bei erhaltener Leistungsfähigkeit, das ist immer wichtig, deutlich reduzieren kann. Und sind eben zu dem Ergebnis gekommen, dass das polyphasische Schlafen tatsächlich eine super Option ist. Wenn du jetzt neugierig geworden bist und wissen möchtest, wie du mit Speedlearning-Techniken das polyphasische Schlafen erlernen kannst, dann weißt du, wo du mich findest. Geh auf die Website speedlearning.academy. Dort findest du das Kontaktformular, füll es aus. Ich melde mich dann bei dir oder jemand aus meinem Team. Wir telefonieren, besprechen, welche Ziele du hast. Ich stelle dir die verschiedenen Optionen vor und dann kommen wir zusammen. Bis es soweit ist, freue ich mich, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst, gerne auch in den verschiedenen Podcast-Anbieter-Foren hübsch und positiv bewertest. Gib mir gerne auch ein Feedback zu den Inhalten und jetzt erstmal gute Nacht und bis zum nächsten Mal.